Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu mulku wal hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad in ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So, herzlich willkommen wieder dabei zu sein bei unseren Fragekarten. Ich lese islamische Fragen vor. Ihr könnt, wenn Sie es wisst, einen Kommentarfeld reinschreiben und mitunter erklären wir auch was dazu. Was zu dieser schönen Joggingjacke hier, seht ihr, Fenerbahce. Manche Leute sehen ja das und das, also ich bin kein Fan von der Fußballmannschaft. Meine Fußballmannschaft, mein Fan von was ich bin, ist FC Islam oder FC Paradies, aber sonst gar nichts. Die hat mir halt einfach einen Bruder geschenkt, ich habe mich auch sehr gefreut über die Jacke. Also wer möchte, dass ich sein Trikot, seine Mannschaft trage, der kann mir so eine Jacke schenken, Größe L oder XL, je nachdem wie sie ausfallen, kann sie gern mir zuschicken oder vorbeibringen, dann trage ich sie auch gerne. Ansonsten dann hat das nichts persönlich zu tun, denn ich jetzt halt eine Fenerbahce Jacke trage. So, fangen wir gleich an, kommen wir zu der Frage. Kommen Nicht-Muslime ins Paradies? Ist die Frage. Wir haben im Islam zwei Welten. Begriffswelten von Menschen. Und zwar, es gibt einerseits den Muslim und auf der anderen Seite gibt es den Nicht-Muslim. Also Muslim und Kafir. Kafir ist der Nicht-Muslim. Kafir hat hier in Europa ein bisschen einen falschen Beigeschmack. Das liegt daran, dass die Nicht-Muslime, die sich mit dem Islam befasst haben, hauptsächlich Orientalisten, heutzutage sind sie ja Islamhasser, Islamhetzer, die was vorgeben, Islam zu verstehen und keine Ahnung haben. Aber der falsche Begriff von Kafir, nämlich Ungläubige, ist auf den Orientalisten zurückzuführen. Orientalisten sind Menschen, die sich mit dem Islam befasst haben, keine Muslime sind, studiert haben und versucht, den Islam anderen zu erzählen oder Bücher darüber zu schreiben. Diese werden Orientalisten genannt. Und die haben einfach einen falschen Begriff, nämlich Ungläubige oder auch Heide, das ist eigentlich vom Christentum übernommen und den Begriff Kafir übersetzt. Und das ist natürlich falsch. Kafir heißt einfach ein Nicht-Muslim und von der Bedeutung her einer, der bedeckt ist. Nämlich bedeckt von der islamischen Wahrheit. Das steckt hinter Kafir. Naja, wie es halt so ist, hat man was anderes draus gemacht. Es gibt nur diese zwei Begriffe. Entweder bist du Muslim oder bist du Kafir. Unter den Muslimen gibt es gute Muslime und gibt es schlechte Muslime oder sogenannte falsche Muslime. Und falsche Muslime werden Munafik bezeichnet, sind Heuchler. Und unter den Kafirs gibt es gute Kafirs und gibt es schlechte Kafir. Für uns menschlich gesehen gibt es gute und schlechte. Bei Allah subhanallah ist natürlich das anders. Denn für Allah subhanallah ist der Mensch gut, der ein Gläubiger ist. Er kann zwar als Nichtgläubiger gute Sachen tun, aber er ist dennoch ein Nichtgläubiger, also ein Kafir, weil er eben die Botschaft von Allah ablehnt und deshalb ein Kafir ist. Also wir dürfen es nicht verwechseln. Der Mensch und der Muslim und Kafir wird bei Allah anders bewertet, wie der Muslim und Kafir bei uns Muslime. Ich darf gegenüber einem Kafir nicht schlecht sein, nur weil er Kafir ist. Ich muss ihn behandeln, so wie ich jeden normalen Menschen behandle, der mir nichts Schlechtes tut. Also gut sein zu ihm. Ich darf nicht nur, weil ich sage, er ist Kafir, ihn schlecht behandeln. Diese Sachen oder diese Leute, die sowas behaupten, sind Islamhetzer heutzutage oder damals von Orientalisten, die sich befasst haben mit Islam, einfach falsch dargestellte Tatsachen, um den Islam irgendeinen Schaden zufügen zu wollen, wie auch immer. Aber islamisch gesehen, denn Islam lernen wir von Muslimen und nicht von irgendwelchen Islamhetzer oder Kafir, islamisch gesehen ist ein Kafir einfach nur ein Nicht-Muslim. Fertig. Und unter denen kann es Gute und Schlechte geben. Und zu allen Zeiten waren Muslime und Kafir miteinander befreundet. Und das auch schon zur Zeit des Propheten und sogar am Anfang des Islams auch in der Ehe. Also es gab Muslime und Nicht-Muslime, die verheiratet waren, bis der Islam das Gebot brachte, dass muslimische Frauen mit Kafir-Ehemännern nicht verheiratet sein dürfen und mussten sich scheiden. Selbst da eine Tochter des Propheten war betroffen, die hat einen Kafir geheiratet, hat sich dann auch getrennt, aber sie haben freundschaftliche Beziehungen so lange gepflegt, bis dann der Kafir Muslim wurde und dann konnten sie die Ehe wieder fortsetzen. Und auch in dieser Zeit, er hat den Islam nicht angenommen, als auch die Ehe getrennt wurde, der Prophet Mohammed hat zu diesem ehemaligen Ehemann, seiner Tochter, ein gutes und freundliches Verhältnis gepflegt. Die, wo daher kommen und sagen, Muslim,
der falsche Begriff, muss Kaffee töten, muss ja antrifft, das ist sowieso einfach der reinste Schwachsinn, was da verplaudert wird. Und selbst die schlechte Beziehung, nimmt euch keine Freunde von den Kafirs. Das sind alles einfach falsch dahergebrachte Dinge, die gar nicht so stimmen. Aber das ist jetzt nicht unsere Frage, sonst sprengen wir den Rahmen hier. Unsere Frage war, kommen Nicht-Muslime ins Paradies? Und die Antwort ist ganz einfach, nein. Nicht-Muslime kommen nicht ins Paradies. Das ist aber so, erst bei denen dahingesagt. Wollen wir das ein bisschen erklären? Wir haben also diese zwei Welten, Muslim und Kafir. Kafir ist einer, der von der Wahrheit des Islams bedeckt ist. Und Muslim ist einer, der eben den Islam folgt. So. Und im Islam gibt es dafür einen Begriff, hatten wir in der letzten Frage auch schon beantwortet, angesprochen. Und zwar gibt es eine Bezeichnung Mukallaf. Mukallaf nennt man solche Menschen, denen die Botschaft Allahs zugetragen wurde. Und wenn jetzt einer die Botschaft des Islams zugetragen wurde und er lehnt sie einfach ab, dann ist er eben ein bewusster Kafir. Und es gibt natürlich auch Kafirs, denen die Botschaft des Islams nicht erreicht hat. Und diese Menschen, da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen bei den Gelehrten, wie verhält es sich mit Menschen, denen die Botschaft des Islams nicht zugetragen wurde, also die davon gar nichts erkennen konnten. Zum Beispiel irgendwelche Ureinwohner im tiefen Urwald, die ihre Naturreligion leben und von Islam in unserem Sinne nichts gehört haben, was geschieht mit denen. Oder vielleicht ein Kind, vielleicht in Amerika, der mit 12 Jahren im Gefängnis wandert, passiert er dort und dann nie die Möglichkeit hat, vom Islam was zu hören, weil er im Gefängnis nur ständig vergewaltigt wird und psychisch kaputt ist. Wie verhält es sich mit solchen Leuten? Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und zwar, die von Islam nichts gehört haben, die werden von Allah subhanahu wa ta'ala über ihr Leben, wie sie so gelebt haben und wie sie das Gottesbild verstanden haben, gefragt werden und dementsprechend abgeurteilt werden. Sie sind in so eine Grauzone drin. Sie sind keine Muslime und sie sind keine Kafirs, weil eine bescheidene Sache fehlt. Nehmen Sie es nicht Mukallaf. Ihnen konnte die Botschaft des Islams nicht erreichen. Fertig. Aber diese Menschen zählen ja auch nicht als Kafir, weil ihnen die Botschaft nicht zugetan wurde. Sie hat ihn nicht erreicht, die Botschaft. Deshalb unter den normalen Begriffen Muslim und Kafir, ein Kafir kommt nicht ins Paradies. Es wird auch heute, ist das schon, ist ja auch der Hammer, der große Hammer. Es gibt die Religionsfreiheit. Und die Religionsfreiheit besagt nach dem Grundgesetz, dass in den Schulen die Religionsinstitute ihre Glaubenslehre von ihren eigenen Leuten den Schülern beigebracht werden kann. Ist auch, funktioniert auch, so weit und gut, solange es eben nicht die Muslime betrifft. Solange es die Muslime betrifft, kommen jetzt einige Bundesländer daher und wollen sogenannte neutrale Religionslehrer ausbilden, die die islamische Lehre angeblich lernen, studieren, aber keine Muslime sind. Und die sollen dann den Schülern Islam beibringen. Da stimmt was hin und vorne nicht. Mal sehen, wann dagegen geklagt wird. Bis jetzt klagt keiner dagegen. Die einen Islamverbände wollen nicht klagen. Sie wollen sich mit dem Staat nicht schlecht stellen, wie auch immer. Schauen wir mal, was daraus wird. Grundsätzlich darf das nicht sein nach dem Grundgesetz, aber wird halt gehandhabt und auch teilweise Probe. Aber von solchen Religionslehrern wird zum Beispiel in der Schule gesagt, im Unterricht, alle Menschen kommen ins Paradies, egal welchen Glauben sie haben. Ich meine, ich frage mich, was das soll. Es sind muslimische Inhalte, die uns Muslime betreffen. Das kann doch den Christen, den Atheisten, den Staat völlig egal sein, wie Muslime, wie unsere Religion sehen. Ihr glaubt sowieso nicht am Islam. Warum stört es euch, wenn wir Muslime sagen, nicht Muslime kommen nicht ins Paradies? Ihr glaubt nicht an Gott. Und selbst wenn ihr Gott glaubt, glaubt ihr an eine andere Art von Gott. Wieso habt ihr ein Problem damit, wenn wir Muslime sagen, Kafirs kommen nicht ins Paradies? Wo habt ihr ein Problem damit? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich reg mich doch auch nicht auf, denn nach der christlichen Lehre ist es so, wer die Botschaft Jesus nicht glaubt, dass er Gottes Sohn ist, kommt nicht ins Paradies. Das langweilt mich doch. Ich glaube doch nicht daran, dass Jesus Gottes Sohn ist. Warum soll ich mich jetzt aufregen und sagen, oh du böser Christ, wegen dir komme ich ins Paradies, weil ich leugne, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ist sowas von schwachsinnig. Das kann mir doch als Moslem egal sein. Also kann ich doch auch erwarten, dass den Nicht-Muslim es vollkommen egal ist. Ob ein Nicht-Muslim ins Paradies kommt, ist doch unsere Glaubenssache, unsere Glaubenslehre. Die beißt doch dir keinen Fuß ab. Trotzdem wird sich dermaßen aufgeregt. Es wird sich aufgeregt, dass Kafir angeblich heißt Ungläubiger. Selbst wenn es so ist, kann doch auch egal sein.
Heißt nicht so, aber es wird so gesagt. Es sind unsere islamische Themen, unser islamischer Glauben. Solange ich damit in deinem Bereich nicht eintritt, das heißt, solange ich dir nicht dein Recht nehme, solange ich dir nichts antue, solange ich dich neben mir leben lasse, kann das doch alles egal sein. Und wir Muslime kommen doch ganz gut zurecht, wir lassen euch doch euren Glauben, wir lassen euch eure Homosexualität, dass die Minister werden, also lassen wir doch alles, wo ist das Problem? Nur wenn der Islam die Homosexualität ablehnt, heißt doch das nicht. Wir leben doch mit euch zusammen. Wo habt ihr da jetzt halt ein Problem? Und genauso mit diesen Begriffen. Wir lassen euch doch euren Glauben. Keiner will euch zwangsislamisieren. Das Ganze, was da von Islam Hassan propagiert wird, ihr wisst, dass es nicht stimmt. Trotzdem hetzt ihr gegen Muslime. Könnt ihr es nicht akzeptieren. Wir haben unser Glauben, ihr habt euren Glauben. Ihr habt eure Lehre, wir haben unsere Lehre. Wo ist denn das Problem? Wir Muslime, und das nicht erst seit heute, seit Jahrhunderten oder seit Islam besteht, können wir sehr wohl und haben auch die Geschichte bewiesen, nebeneinander in Frieden leben. Nebeneinander. Ob das in fernen Asien war, in Indien, in Indonesien, überall, wo Muslime die Macht gestellt haben, die Religion haben existiert und leben heute noch. In Syrien, die kleine aramäische Gemeinde, was es da noch gibt, die dürfen nach euren Aussagen gar nicht mehr existieren. Aber auf der anderen Seite, da wo der Katholismus geherrscht hat, hat einfach versucht, alles auszurotten, was geht. Und das haben die islamischen Länder nicht. In islamischen Ländern findest du alte Bräuche oder bestehende Religionen. Wenn das der Auftrag des Islams wäre, die alle zu beseitigen, dann wären viele, zumindest in den Ländern, wo der Islam wirklich geherrscht hat, wären sie gereinigt worden. Also denk doch mal logisch ein bisschen nach. Und deshalb lasst es unsere Sorge sein. Es ist unser Problem. Ihr habt ein anderes Gottesverständnis, wir haben ein anderes Gottesverständnis. Wir reden euch ja auch nicht rein. Wir sagen zwar, das Christentum ist falsch, weil der Koran darüber berichtet, aber in eure Glaubenslehre lassen wir euch. Ihr könnt doch glauben, was ihr wollt. Wir sagen das, was der Koran bringt. Wenn eure Bibel was sagen würde über den Prophet Mohammed zu sein, über den Koran, okay, wir müssen es akzeptieren, könnten wir mit euch darüber diskutieren. Aber es wird einfach was dahingestellt oder ihr wollt uns was in Abrede stellen, dass wir nicht so glauben sollen. Ist doch unsere Sache. Wenn wir Muslime sagen, Nicht-Muslime kommen nicht ins Paradies, warum wollt ihr unsere muslimischen Kinder beeinflussen und sagen, doch, alle kommen ins Paradies? Dann stellt euch mal die Frage, warum muss er der Muslim sein oder sonstiges, wenn jeder ins Paradies kommt? Dann bleibt ein Atheist, kommt auch ins Paradies, ist doch egal. Dann brauchen wir keine Religion. Aber wir haben Religionen, wir haben ein Gottesverständnis, wir haben Gottesbegriffe. Lass doch jede Religion sein Gottesbegriff sein. Wo ist das Problem damit? Und in diesem Punkt könnt ihr euch mal ein bisschen an Amerika ein Vorbild nehmen. Da haben es die Muslime auch nicht ganz gut, aber sie können wirklich ihre Religion dort viel freier leben wie hier in Europa. Da könnt ihr ein bisschen was lernen, die wollen mal so auf Demokratie und Werte gehen und uns sämtliche Rechte nehmen und uns sogar selbst in unseren religiösen Denkweisen beeinflussen wollt. Es ist klipp und klar, Nicht-Muslime kommen nicht ins Paradies nach der islamischen Lehre. Fertig. Und es ist die Frage, ob das gerecht ist oder ungerecht, das ist wieder eine andere Sache. Darüber können wir debattieren, darüber können wir reden, diskutieren und sagen, ist der Islam gerecht, wenn er sagt, die Muslime kommen ins Paradies? Dann können wir erstmal gleich die Gegenfrage stellen, ist es im Islam gerecht, dass nur Christen ins Paradies kommen, nicht anderen? Ist es nach dem Judentum gerecht, dass nur das auserwählte Volk der Juden ins Paradies kommt und andere nicht? Ist es nach den Zeugen Jehovas gerecht, dass nur Zeugen Jehovas ins Paradies kommen und die anderen nicht? Aber ich weiß nicht, warum euch nur die islamische Lehre an den Kopf geht und die anderen gehen euch nicht an den Kopf. Aber was steckt dahinter? Akzeptiert das einfach. Es kann euch ja egal sein, du bist eh kein Moslem. Wenn ich als Moslem das sage, berührt doch dich nicht, weil du bist kein Moslem. Du glaubst eh nicht dran. Oder glaubst du doch an Moslem? Glaubst du doch, der Islam ist richtig? Ja, dann rette dich halt. Werde halt Moslem. Dann kommst du ins Paradies. Wo ist das Problem? Wenn du nicht glaubst, kann es egal sein. Wenn du Zweifel bist, dann werd Moslem. Dann hast du Zweifel beseitigt. So einfach ist es. Keiner hier zwingt einen. Nur weil es heißt, nicht Muslime kommen nicht ins Paradies, heißt es nicht, dass du gezwungen bist, Moslem zu werden. Wenn du nicht daran glaubst, glaub doch bei deiner Lehre. Glaub bei denen, dass der Mensch von Affen abstammt. Ist doch kein Problem. Wir Muslime haben doch kein Problem mit all diesen Dingen. Schaut mal, seit 1400 Jahren rum, der Islam wird bekämpft. Und trotz all dieser Bekämpfung, ob mit den Waffen oder geistig, schau, wir haben immer versucht, friedlebend mit der Bevölkerung zu leben. In den Ländern, wo der Islam geherrscht hat, genauso in den Ländern, wo der Islam nicht geherrscht hat. Und schau, der Islam existiert heute noch und der Islam expandiert und viele nehmen Islam an und kennen anderen Religionen den Rücken. Wenn das immer so wäre, wie ihr sagt, dann dürfte es keine Muslime geben, zumindest in unserer heutigen Zeit. Warum so viele
Christen, Atheisten werden Muslime, verstehe ich gar nicht dann. Nach eurer Definition der Schrecklichkeit des Islams müssten doch die Muslime reihenweise den Islam verlassen. Denn wir sind doch so aufgeklärt, wir haben so eine Art von, wie wir es nachprüfen können, da dürft keiner Muslim bleiben, wenn alles so schwachsinnig ist. Also denkt doch mal ein bisschen logisch drüber nach. Also, wir haben zwei Welten, es gibt Muslime, Nicht-Muslime, Muslime kommen ins Paradies, Nicht-Muslime kommen nicht ins Paradies. Und ein bisschen darauf einzugehen, ob das gerecht ist, schaut, nach der islamischen Lehre ist es so, jeder Mensch bekommt von Allah Subhanallah die Gelegenheit, den Islam zu erfahren. Ausgenommen, nehmen wir jetzt mal die Randgruppe, denen der Islam nicht zugetragen werden konnte. Entweder, weil sie in amerikanischem Gefängnis behindert sexuell vergewaltigt haben, dass sie geistig nicht mehr zugefähig ist, oder sie irgendwo im Urwald unter einem Volk ist, zu dem kein Mensch hinkommt, lassen wir die mal weg. Aber unter normalen Umständen, wir im Westen und viele in Afrika und viele in Asien und vielleicht auch die Eskimos, viele erfahren heute von Islam. Wenn sich die Nicht-Muslime keine Gedanken drum machen und sagen, ich bin Moslem, und da kommt ein anderer daher und stellt den Anspruch, seine Religion ist richtig und ich prüfe das nicht nach, bin ich selber schuld. Und das ist ja mit der einzigen Sache nicht getan. Allah Subhanallah gibt den Nicht-Muslimen so viele Möglichkeiten, vom Islam zu erfahren, ihn kennenzulernen, dass wenn ihn ablehnt, was erwartet er dann? Erwartet er dann, wenn er tot ist und auf seinem Schöpfer steht und dann, dass Allah sagt, okay, ich habe dir so viel Hinweise gegeben, ich habe mich so bemüht um dich, du wolltest einfach nicht, stattdessen hast du dann noch gegen mich schlecht geredet, hast meinen Propheten beleidigt und jetzt soll ich dir vergeben ins Paradies. Nein, im Islam haben wir ein anderes Gottesverständnis wie das Christentum. Wir Muslime sagen auch, Allah ist der Liebende und Allah liebt auch die Menschen, gibt es keinen Zweifel. Aber nicht wie im Christentum, wo Gott blindlings liebt, Allah liebt blindlings nicht. Er tut nicht einfach blind alles lieben, was da auf ihn zukommt. Nein, er bietet sich an. Wer es annimmt, Allah liebt ihn. Fertig. Aber Allah verurteilt auch keinen einfach so, weil er die Möglichkeit nicht hatte. Das ist die andere Seite. Das ist auch Liebe und Barmherzigkeit. Aber wenn er Mukallaf ist, wenn er die Möglichkeit bezieht, dann... Nehmen wir als Beispiel diesen großen Islamhasser und Hetzer aus München. Dieser Schürzenberg oder irgendwie wie er heißt. Er reist durch ganz Deutschland, wird finanziert von der PI, dass er das leisten kann. Und überall, wo Moscheen gebaut werden, wo geplant wird, nimmt er Teil, hetzt gegen Islam, geht der Fuß gegen uns. So, er kennt einige vom Islam, denn er spricht über den Islam. Er sagt, der Islam ist so und so und so. Und wie viele Muslime haben sich bemüht, ihn klar zu machen, es ist nicht so. Er lehnt es einfach ab. So, jetzt hat dieser Schürzenberg ist gestorben. Er steht nur vor seinem Schöpfer. Und jetzt soll Allah zu ihm sagen, ach du armer Schürzenberg, mein du armer Kerl, du hast dich ja bemüht, nicht wahr, Hetze zu treiben gegen mich, hast meinen Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Hast meinen Prophet auf tiefste beleidigt, hast mich als falschen Gott dargestellt, wie auch immer, nur gut Schürzenberg, aber trotzdem, ich bin nicht allliebend, die einfach, nein. Schaut, dahinter steckt alles ein System. Das lässt sich nicht mit eins jetzt erklären, sondern warum wir auf dieser Welt sind, hat alles ein System. Und wenn wir dies alles durchgehen, dann wirst du es auch verstehen. Der, wo in die Hölle kommt, wenn Schürzenberg in diesem Zustand, in dem er jetzt ist, sterben tut, hat er die Hölle auf jeden Fall verdient. Warum soll er es nicht verdient haben? Ist doch ganz klar. Er hetzt gegen den Schöpfer, er hetzt gegen Muslime, verbreitet Lügen, all diese Dinge. Warum hat er die Hölle nicht verdient? Einer, der straffällig wird hier, der zum Beispiel Merkel sonst unterstellt, kann auch ins Gefängnis wandern. Warum soll er es nicht verdient haben, wenn er Merkel Dinge unterstellt, der Bundeskanzlerin, die sie nie getan hat, sie verleumdet oder sonstiges? Ist es nicht gerecht, dass er ins Gefängnis kommt, um dieses Mundwerk zu stopfen, dass er nicht irgendwelche falschen Sachen verbreitet? Warum soll es dann Allah auch nicht sich das Recht nehmen, Menschen, die über ihn hetzen, die gegen Muslime sind, die alles in Frage stellen? Es ist nicht damit getan, dass er für sich sagt, der Islam ist nichts. Nein, er ist einer der Hetzer. Er ist einer, der versucht, Menschen vom Weg abzubringen oder Menschen, die sich für den Islam interessieren, ein falsches Bild zu geben. Haben sie es nicht verdient? Sehr wohl haben sie es verdient. Und jetzt seht ihr, wo ist die Gerechtigkeit? Aber der Schürzenberg, ich denke, sehr viele, ich sehe es ja bei manchen Videos, seine Auftritte, ich schaue es ja diesen Kerl nicht gerne an, aber manchmal stoppelt man da drüber und ich sehe, wie sich doch manche Muslime bemühen, ihm die Wahrheit zu sagen, er will einfach nicht. Also,
Er könnte einfach nur mal drüber nachdenken. Aber vielleicht ist ihm die Bezahlung, die er bekommt für die Hetze, ihn lieber wie sein Verstand zu benutzen und sich vor der Hölle zu retten. Fertig. Vielleicht ist er auch Atheist, ich weiß ja nicht. Weil Christ ist er bestimmt nicht. Weil ein wirklich gläubiger Christ benimmt sich nicht so. Ich kenne einige paar gute Christen, ich sehe keinen, der hetzen tut. Er hält einfach seinen Abstand. Er ist Christ, ich bin Moslem, fertig. Aber hetzen gebührt eines gläubigen Christen genauso nicht. Denn ist es das Vorbild von Jesus? Mit Sicherheit nicht. Also, was soll's? Also sehen wir, die Gerechtigkeit, die muss man begreifen. Und das hängt alles mit dem System dieses Lebens an. Wir Muslime bei uns im Islam, wir wissen, dass alle Seelen vorher geschaffen wurden, bevor überhaupt die Menschen zur Welt kommen. Und aus, wie es so schön im Koran heißt, aus der Rippe von Adam hat Allah subhanallah alle Seelen erschaffen, die auf diese Welt kommen werden. Und dann sprach Allah zu den Seelen, bin ich nicht euer Rab, bin ich nicht euer Herr? Und alle Seelen haben es bestätigt. Das heißt, wir haben in uns ein BIOS drinnen, wer sich mit PCs auskennt, wir haben ein BIOS drinnen, der fest verankert ist. Wir kommen jetzt auf diese Welt wieder unwissend, aber ein ganz wenig haben wir drinnen, nämlich es gibt einen Schöpfer. Das ist wie, wenn du den PC anschaltest, er hat diesen BIOS drin. Der BIOS weiß, du musst hochfahren und musst dann irgendwann das Programm abrufen. Und da bleibt er dann stehen, bis das Programm abruft, bis du Bescheid gibst, fahr Windows hoch. Aber er hat ein BIOS drin. Er weiß, er muss erstmal anschalten, muss die Treiber alle laden, das und jenes und welches. Fertig. Und jetzt wartet er, dass Windows gestartet wird. Und so ist es bei uns auch. Wir kommen auf die Welt, der BIOS ist drinne. Wenn wir nicht durch falsche Sachen, wie auch immer, so abgelenkt werden oder falsch erzogen würden, hätte jeder in sich drinne ein gewisses Art von Gottesverständnis. Es mag nicht so sein wie im Islam heute, mag unterschiedlich sein, aber wir haben es. Da wollen wir hier mit rein, dann nehmen wir es ja natürlich an, wenn jemand mit rein möchte, können wir euch schon mit annehmen und dann könnt ihr eurer Freund das auch zeigen. Also, wenn also, jetzt bin ich jetzt rausgekommen, das ist das Schöne dabei, wir waren bei die Seelen. Wenn also der Mensch jetzt reinkommt auf diese Welt, dann fährt er sein BIOS hoch und dann durch die Erziehung seiner Mitmenschen erfährt er ein falsches oder richtiges Gottesbild. Würde der Mensch alleine, ohne ein Zutun aufwachsen können, hätten sie ein gewisses Gottesverständnis, auch wenn es jetzt nicht diese Ausprägung ist, wie wir es im Islam kennen. Aber er wüsste, es gibt einen Schöpfer und irgendwie sucht er nach dem Guten und sucht auch den Schöpfer. Das ist die Veranlagung, die jede Seele hat. Aber wir lassen uns manipulieren. Denn es ist nur ein Schimmer, so wie 1000 Schleier auf uns drauf. Wir wissen, es gibt einen Schöpfer. Jetzt wachse ich in einer atheistischen Familie auf. Mein Vater sagt, wir stammen vom Affen ab. Ja, was will ich machen? Ich habe zwar das in mich drinne, aber ich weiß nicht damit anzufangen. Also glaube ich erstmal die These. Und jetzt trotz allem, in all dem Leben, kommt die Barmherzigkeit von Allah, wo Allah subhanahu uns immer wieder Begegnungen zukommen lässt mit ihm. In der Schule, in der Arbeit, in Sport, was auch immer. Wir haben so viel, trotz wohl der Vater erklärt, wir stammen von Affen ab und ich das am Anfang auch glaube, weil ich ja unwissend bin, meinem Vater vertraue, aber später dann, wenn ich zum Mann heranreife, denke ich drüber nach, kommt mir nicht logisch vor, weil die Vorgänge so sind und dann finde ich den Weg zum Glauben. Das ist die Barmherzigkeit von Allah, dass er jeden gibt und wir wissen nicht, wie viele Chancen Allah diesen Islam-Hetzer Schürzenberg aus München gegeben hat, aber er ist und abgelehnt hat. Schaut, der Onkel des Propheten Abu Lahab. Er ist ein Onkel des Propheten gewesen, als sein Verwandter. Hätte vielleicht mehr Grund gehabt, auf den Propheten zugänglicher zu sein. Und er hat die Botschaft des Islams nicht angenommen. Aber nicht, weil er gesagt hat, es gibt keinen Allah. Das hat er schon geglaubt. Nur anders. Denn der Begriff Allah, der bestand schon vorher in Mekka. Der ist nicht erst gekommen durch den Propheten Mohammed Islam. Unser Prophet hat nur das Bild, also das Glaubensbild von Allah ins richtige Licht gerückt. Aber viele von den Mekkanern haben gewusst, es gibt sowas wie ein Obergott. Aber mit ihnen haben sie nicht befasst. Sie hatten ihre eigenen Götter. Und Abu Lahab war auch einer von denen. Dennoch, er hat nicht geglaubt. Der Prophet Mohammed hat sich sehr viel Mühe mit ihm gegeben. Sehr viel Mühe. Und war schon mal fast dran, die Leute auch dazu zu bringen. Er hat sie gerufen und hat gesagt, hinter mir den kleinen Hügel, ihr wisst es. Wenn ich mich aufstelle, auf die Spitzen gehe, auf die Zehspitzen, dann sehe ich, was da hinten kommt. Wenn ich euch jetzt sagen würde, von da hinten kommt eine feindliche Armee, würdet ihr mir glauben? Sie sagen, ja Mohammed,
Wir glauben dir, wir kennen von dir und wir wissen, wer du bist, der Al-Amin, der Vertrauenswürdige. Wir würden ohne zu zögern unsere Waffen holen und uns kampfbereit machen. Schau, solchen Ruf hatte der Prophet Sallam vor seinem Prophetentum. Und jetzt kommt Abu Lahab daher und sagt einfach, ach, was redest du für Unsinn und bezichtigende Lüge. Fertig. Und zu seiner Lebzeit, Abu Lahab hat noch gelebt, hat Allah subhanahu den Vers offenbaren lassen, Abu Lahab wird in die Hölle kommen und seine Ehefrau wird dann sein Brennholz um das Hals tragen und zusammen werden zusammen brennen. Sure 111 im Koran. Könnt ihr nachlesen, diese kurze Sure. So. Wenn es Abu Lahab so schlau wäre wie unser Schürzenberger, dann würde er sagen, okay, jetzt spiele ich dem Propheten Salam einen Streich. Ich sage jetzt einfach, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, und damit habe ich diesen Koranvers bloßgestellt. Warum hat er das nicht getan? Warum hat er, ist er nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ich werde auch Schein Moslem? Dann widerspreche ich dem Koranvers, damit kann ich alle Muslimen sagen, schaut, der Koran ist falsch. Hat er nicht. Seht ihr? Weil Allah subhanallah einen Zustand geredet hat, dass er sich nicht ändern wird. Nicht Allah hat ihn gehindert. Allah hat nicht gesagt, du wirst nicht Moslem werden, du kannst nicht, nein. Allah weiß nur, dass der Ausgang von Abu Lahab, dass er so stursinnig ist und durchköpfig ist und wirklich ein Feind ist und nicht nur, weil er für sich den Glauben ablehnt, weil er auch gegen die redet, gegen den Propheten sollen redet, genauso wie es der Schürzenberg macht. Und wenn er heute vielleicht noch eine Sure offenbart würden, würde vielleicht unser lieber Schürzenberg, könnte sich freuen, er wird im Koran namentlich erwähnt und du wirst in die Hölle kommen und deine Ehefrau oder dein PI-Genossen wird dein Brennholz tragen. Aber der Koran ist ja beendet worden, Alhamdulillah. Fertig ist alles. Also, das heißt, es ist zu Recht, dass nur Muslime ins Paradies kommen und Nicht-Muslime, Kafirs, kommen in die Hölle. Ich sehe darin kein einziges von Ding von Ungerechtigkeit, überhaupt nicht. Denn wirklich der Mensch, der nicht Mukallaf ist, den die Botschaft des Islams nicht erreicht hat, der fällt ja sowieso nicht unter Bezeichnung Kafir, sondern er wird über sein Leben abgefragt werden. Und dann kann es sein, dass Allah so parla, wir wissen es ja nicht, aber es kann sein, dass Allah sagt, ich war mit dir zufrieden, kehre ein ins Paradies. Fertig. Denn wir haben natürlich auch die Situation, was ist denn mit all den Menschen, die zwischen den Propheten gelebt haben, die schon von lauter Falschheit umgeben waren. Zum Beispiel, wir wissen, die 12 Apostel von Isa, das waren alles Muslime, waren Gläubige, die an die Botschaft Allahs geglaubt haben. Und wer jetzt gleich daherkommt und sagt, nein, das stimmt nicht, der kennt sich mit der Bibel einfach nicht aus. Und Paulus war kein Muslim. Paulus war auch keiner von den Jüngern von Jesus. Paulus tritt auf, als Jesus finish, weg war. Und dann kam erst Paulus und hat die Botschaft verdreht. Fertig. Aber die 12 Apostel und viele andere Juden, Jesus-Anhänger, waren Muslime. Was geschieht jetzt mit den Menschen, die der Lehre von Paulus gefolgt haben, weil sie kein Mukallaf sind, weil sie von der Botschaft Isas nichts erfahren konnten, weil die Botschaft Isas verdreht wurde. Sie wurde verfälscht von Paulus und seinen Anhängern. Fertig. Und hier ist ganz einfach. Jede Seele wird der Gerechtigkeit im nächsten Tag zugestellt bekommen, wird seine Gerechtigkeit erfahren. Und mit jeder Seele wird dann genau wird erfahren können, konnte sie die Wahrheit der wahren Lehre Jesus noch nachvollziehen oder nicht mehr. Wenn es der Seele nicht möglich war, weil in einer Stadt gewohnt hat, einer Gegend, wo Paulus schon die Falschheit verbreitet hat, dann wird über sein Leben einfach gefragt werden und wird über das abgeurteilt werden. Also, er kommt dann nicht in die Hölle oder kommt in die Hölle, weil es verdient hat. Keine Seele kommt in die Hölle, aufgrund der Ungerechtigkeit, die ihr widerfährt. Überhaupt nicht. Und wenn Schürzenberg so stirbt in den Zustand, wir können ihn nur wünschen, dass er Moslem wird. Wir können für ihn Dua machen, ihr Bittgebet, ja Rabbi, leite Schürzenberg recht, dass er erkennt, wo es das Glück liegt und alles. Aber wenn er so wie Abu Lahab ist, der Prophet hat für ihn auch Dua gemacht, für Abu Lahab. Hat Dua gemacht, das abgelehnt. Er wollte es nicht. Und er ist dann gestorben. Und er hat aber vorher die Sure gehört, dass er einer der Höllenbewohner sein wird. Fertig. In dem Sinn, der Islam ist nicht ungerecht. Wir können natürlich vieles anderes ausreden. Ich kann einfach sagen, wenn ich das hier nehme, schaut, wo jetzt die Karten drin sind.
Und ich sage, hier mit diesen Karten, das ist halb voll oder halb leer. Ich kann drüber streiten. Und man kann vieles zum Streitpunkt nehmen. Doch nur die Einsichtigen, die wissen genau damit, was anzufangen. Wann sage ich, es ist halb voll und wann sage ich, es ist halb leer. Das sagen die Einsichtigen. Aber die Streithammel, die suchen nur Streit, um mit diesen zwei Möglichkeiten Fitne zu schüren. Fitne, Versuchung, Verführung, um Menschen von Gottes Weg abzubringen. So, wir haben jetzt heute nur eine Frage machen können. Ich hoffe, inshallah, es hat euch gefallen. Wir werden dann inshallah morgen weitermachen mit einer anderen Frage. Ich will es nicht so lange ausbauen, weil wenn es zu lange ist, schaut es heute eh keiner mehr an. Eigentlich müsste man 10 Sekunden reden, dass die Leute was hören, aber naja, manche Themen brauchen mehr. Vielleicht eine oder andere interessiert sich ein bisschen tiefer für den Islam und kann es dann nachher später in YouTube anschauen. Wir werden es dort hochladen, da könnt ihr es dann alle Ruhe anschauen. Könnt eure Pause machen, wie ihr wollt, müsst ihr nicht alles auf einmal anschauen, könnt es immer wieder anschauen, um es besser zu verstehen. Ich danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Inshallah morgen wieder in Instagram hier Live-Schaltung und später in YouTube hochgeladen. Ab 12 Uhr in diesem Zeitraum zwischen 12 und 1 versuchen wir eine halbe Stunde einzuhalten. Aber wenn wir sehen, es gibt immer so viel zu reden, so viel zu diskutieren. Es wird einfach immer mehr wie eine halbe Stunde. Verzeiht mir also um dessen, dass es wieder einfach in die Länge hingezogen wurde. Aber inshallah habt ihr die Ausdauer. Wir haben Ramadan. Wir sollten eh Zeit geben für Allah subhanallah. Und inshallah wird euch Allah dafür reichlich belohnen. Euch und euren Familien. Einen gesegneten Ramadan noch. Eine Woche haben wir jetzt vorbei. So schnell vergeht die Zeit. Und Allah macht es euch dieses Jahr sehr leicht, dass alle schetanischen Clubs zu sind, Diskotheken, Spielhallen oder sonstiges. Alhamdulillah, Bilalamin. Möget ihr dafür vielleicht mehr Möglichkeiten haben. Die Moscheen machen jetzt ab heute wieder auf. Geht in die Moscheen, Freitagsgebet und geht vielleicht rechtzeitig, denn ich denke mal, gerade die kleineren Moscheen werden dann irgendwann sagen, nein, es ist voll wegen den Abstandsregelungen. Geht rechtzeitig hin, stopft euch nicht den Bauch so voll, dass ihr zu müde seid. Ansonsten betet zu Hause, macht dort euer Taravinamas, aber betet, nutzt wirklich die Zeit, nutzt sie nicht nur. Ich kenne leider einen Bruder, den ich sehr liebe und jeden Abend fährt er mit dem Fahrrad draußen mit seinem Shisha-Kaffee mit Freunden, verbringt die Zeit draußen. Mir tut es so weh mein Herz, weil ich einfach diese Person so liebe und möchte das Paradies kommt, er verbaut sich dann Ramadan selber. Er bleibt die ganze Nacht auf und schläft tagsüber den halben Tag und dann abends wird er wieder lebendig. Was für ein Ramadan ist das? Es tut meine Seele einfach weh, wenn ich solche Personen liebe und ich weiß, wie sie sinnlos diesen Ramadan einfach nur rumbringen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamu ala salamu Rasulullah Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.